Eine Mutter greift nach ihrem Kind und ist total entsetzt. Sie kann es nicht begreifen, denn sein Körper ist zerfetzt. Es war einer dieser Tage, an dem alles friedlich war. Da stand auf einmal dieser Panzer von den Feinden, die in ihre Heimat kamen. Plötzlich drehte er den Turm einfach zu ihr, nahm die Mutter und den Sohn ins Visier. Er war mit Steinen und lief auf den Panzer zu und rief: Lass mich schon mein Land in den Ruhe. Um ihr Land zu befreien vom Diktator Saddam Hussein und seiner Tyrannei. Und in all diesen Jahren sind sie das wahre Gesicht von den Soldaten aus der Fremde. Und Freiheit, Freiheit gibt es nicht. Plötzlich dreht er den Turm ein. Die Mutter und den Sohn ins Visier. Er war mit Steinen und lief auf den Panzer zu und rief: Lass mich schon mein Land endlich in Ruhe.